Die neueste Netflix-Serie, die sie nach nur einer Folge in ihren Bann ziehen wird, ist die Survival-Drama-Fernsehserie Squid Game. Die Geschichte dreht sich um Seong-gi Han und einige andere Spieler, die den Kürzeren gezogen haben, Gangster, die nirgendwo mehr hin können, nordkoreanische Überläufer und verschuldete Menschen. Sie alle erhalten von anonymen Leuten die gleiche Einladung, an einem Überlebenswettbewerb voller Kinderspiele teilzunehmen. Klingt doch ganz einfach, oder? Sie alle stimmen zu, weil ihnen ein Millionenpreis winkt, der ihnen einen Ausweg aus der mörderischen Welt bieten soll, zumindest dachten sie das. Seong-gi Han, ein Mann im mittleren Alter, bekommt von seiner älteren Mutter Geld geschenkt. Es ist für den Geburtstag seiner Tochter Ga-yeong, die Hühnerfreude liebt. Trotzdem beklagt er sich, dass es nicht für eine anständige Mahlzeit reicht. Von Anfang an sehen wir, dass dieser Mann in einer schlechten Situation ist, da er bei seiner älteren Mutter lebt, obwohl er selbst ein erwachsener Mann ist. Ga-yeong verbringt die meiste Zeit damit, das wenige Geld, das er noch hat, bei Pferderennen zu verspielen, nachdem er entlassen wurde und hat sich bei Kredithaien hochverschuldet. Eines Tages wird er von den Gangstern zur Rede gestellt und bedroht, wenn er nicht wie vereinbart zahlt, werden sie ihm im Austausch gegen die Zahlung seine Organe wegnehmen. Nachdem er seine Tochter zum Abendessen ausgeführt hat, verpasst er seine Mitfahrgelegenheit am Bahnhof. Verzweifelt setzt er sich auf eine der Bänke und es scheint niemand sonst in der Nähe zu sein. Wie aus dem Nichts kommt ein gut gekleideter Mann auf ihn zu und bittet ihn, gegen Geld Dakie, ein traditionelles Kinderspiel, zu spielen. Nach dem Spiel drückt der Mann Ga-yeong Han eine Karte in die Hand und lädt ihn ein, Spiele mit höherem Einsatz zu spielen. Ga-yeong Han willigt ein und wird zusammen mit 455 anderen Teilnehmern, die in einem schlafsaalähnlichen Raum erwachen und durch Nummern auf ihrer Kleidung identifiziert werden, bewusstlos an einen geheimnisvollen Ort gebracht. Der Ort wird von maskierten Angestellten geleitet, die von dem ebenfalls maskierten Frontmann beaufsichtigt werden. Die Spieler befinden sich alle in einer ähnlichen finanziellen Situation und wenn sie 6 Spiele in 6 Tagen gewinnen, erhalten sie ein Preisgeld in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. Ga-yeong Han freundet sich mit Spieler 001, einem alten Mann, an und erkennt unter den anderen Spielern Cho Sang-woo, einen ehemaligen Klassenkameraden und Geschäftsmann, sowie Spieler 067, einen Taschendieb, der sein Geld in der Pferderennstation gestohlen hat. Das erste Spiel ist rotes Licht, grünes Licht, bei dem eine harmlose, aber bedrohlich aussehende Riesenpuppe an der Ziellinie wartet. Die Spieler bewegen sich wahllos durch das Feld, aber bald finden sie heraus, dass Verlierer auf der Stelle erschossen werden, auf die harte Tour. Die Puppe war ein Bewegungssensor und zielt auf diejenigen, die sich nach dem Rotlichtsignal noch bewegen. Nachdem die ersten Leute erschossen worden waren, gerieten die anderen in Panik und stürmten in einem Ansturm zu den Ausgängen, nur um schließlich erschossen zu werden. Als die Puppe wieder sang, war der alte Mann, Spieler 001, der Erste, der sich wieder bewegte und das Spiel mit aufgeregter Miene weiterspielte. Ga-yeong Han lässt sich trotz seiner Angst von Sang-woo zum Spielen drängen und wird von Spieler 199 vor dem Sturz bewahrt, der mit einer Hand Ga-yeong Hans Pullover festhält. Alle drei können das Spiel zu Ende bringen. Im ersten Spiel wurde mehr als die Hälfte der Teilnehmer getötet und einige Überlebende baten darum, gehen zu dürfen. Der kluge Sang-woo erinnerte an die dritte Klausel der Spielvereinbarung, die besagt, dass alle Spieler nach Hause geschickt werden, wenn die Mehrheit der Teilnehmer für den Abbruch der Spiele stimmt. Die Spieler stimmen ab und es ist die entscheidende Stimme von Spieler 001, die sie alle sicher nach Hause schickt. Als Ga-yeong Han zurückkehrt, geht er zur Polizeiwache, um den Vorfall und den Mord an Hunderten von Menschen zu melden. Aber niemand glaubt ihm aufgrund der bizarren Details. Auch über den genauen Ort konnte er keine Angaben machen, da sie auf dem Weg zur Insel betäubt wurden. Ein Beamter nahm jedoch seinen Bericht zur Kenntnis, Detective Wang Yun-ho, dessen vermisster Bruder die gleiche Karte wie Ga-yeong Han erhalten hatte. Die Spielleitung lädt die Spieler schließlich ein, zum Spiel zurückzukehren, und viele tun es, darunter Ga-yeong Han, dessen Mutter medizinisch behandelt werden muss, und Sang-woo, der wegen Finanzbetrugs verhaftet werden soll. Der alte Mann Spieler 001 hat Hirnkrebs im Endstadium, die kämpferische Spielerin 067 will ihre Eltern aus Nordkorea herausmuggeln. Spieler 199 hat die Hände seines Chefs zerquetscht, weil er ihn nicht bezahlt hat, und seine Familie ist nun ebenfalls gefährdet, und Spieler 101 ist ein flüchtiger Mafioso. Als Ga-yeong Han von der Spielleitung aufgegriffen wird, folgt ihm Yun-ho heimlich in seinem Auto. Auf der Fähre sind Dutzende von Transportern mit den betäubten Spielern aufgereiht. Yun-ho schleicht sich unter einen der Transporter und setzt einen der Mitarbeiter außer Gefecht, dann mischt er sich unter das maskierte Personal, als sie sich auf den Weg zur Spielinsel machen.
Dieses Mal sind die Spieler besser vorbereitet, nachdem sie in den Schlafsälen aufgewacht sind und beginnen, Allianzen zu bilden. Sie haben erkannt, dass sie bessere Chancen haben, wenn sie Teil einer Gruppe sind. Gi-Han, Sang-Woo, Spieler 001 und Spieler 199 bilden eine Gruppe, und es ist erwähnenswert, dass die meisten Spieler zurückgekehrt sind, darunter auch Spieler 212, der die lästige Frau war und als erster darum bat, gehen zu dürfen. Während eines erbetenen Toilettenbesuchs schlüpft Spieler 067 in die Lüftungsschächte und sieht Küchenarbeiter. Im zweiten Spiel müssen die Teilnehmer eine gestempelte Form aus einer Dalgona auswählen. Es ist auch als Wabentoffee bekannt, das mit Zutaten wie Zucker und Backpulver hergestellt wird. Sang-Woo erkennt das Spiel anhand der Informationen von Spieler 067 sofort, aber er versäumt es, seine Mitspieler zu warnen und wählt die einfachste Form für sich selbst. Spieler 111, ein Arzt, wird im Voraus mit Informationen über jedes Spiel versorgt und arbeitet mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern daran, die Organe der ausgeschiedenen Spieler zu sammeln. Er schließt sich Diakes US-Team an, indem er sie mit Spielinformationen besticht. Gi-Han stellt fest, dass Sang-Woo ihrem Team im letzten Spiel hätte helfen können, es aber nicht getan hat. Die Mitarbeiter sorgen absichtlich für Unruhe unter den Spielern, indem sie ihnen nicht genug zu essen geben. Deok-Soo ermordet einen anderen Spieler, was dazu führt, dass zusätzliches Geld in das Sparschwein geworfen wird, das den Preis enthält. Das Leben eines Spielers kostet 100 Millionen Won, was ungefähr 83.600 US-Dollar entspricht. Nachdem die Lichter ausgegangen sind, bricht eine Schlägerei aus, bei der viele Spieler getötet werden. Spieler 067 schließt sich Gi-Huns Mannschaft an, die sie vor Deok-Soos Bande beschützt. Als Spieler 001 alle anfleht, aufzuhören, schickt der Frontmann seine Truppen los, um dem Tumult ein Ende zu setzen. Gi Squadrons tauscht Namen aus, Spieler 199 ist Ali Abdul und Spieler 067 ist Kang Sebayok. Spieler 001, der einen Hirntumor hat, scheint nach dem Tumult Schwierigkeiten zu haben, zu sprechen und sich an seinen Namen zu erinnern. Nachdem das Licht ausgegangen ist, sendet ihm die Wache im Zimmer neben Yunho eine Nachricht, indem sie im Morsecode hustet. Im dritten Spiel werden die Spieler aufgefordert, Zehnergruppen zu bilden. Deok-Soo, der weiß, dass das kommende Spiel ein Tauziehen ist, wählt starke Männer aus und lehnt Spieler 212 ab. Han Im-Inayo zwingt sich schließlich in das Team von Gi-Huns Team der schwächeren Spieler. Gi-Huns Team gewinnt den Tauziehkampf dank der Strategien von Spieler 001 und Sang-Woo, aber die meisten von ihnen haben Angst davor, das gegnerische Team ermorden zu müssen. In Erwartung eines weiteren Aufstands errichtet Gi-Team Huns eine Barrikade, über die sich Deok-Soo lustig macht, bis Gi-Han darauf hinweist, dass Deok-Soos Teamkollegen sich schließlich gegen ihn wenden müssen. Gi-Han hat Deok-Soo Zweifel eingeflößt, die ihn dazu veranlassen, vorsichtig zu sein und seinen Kumpanen zu raten, sich für die Nacht auszuruhen. Gi-Han und seine Freunde wechseln sich in dieser Nacht mit der Wache ab, aber glücklicherweise greift Deok-Soos Team nicht an. Yunho erfährt zusammen mit Spieler 111 von dem Plan der Organentnahme auf dem Schwarzmarkt, aber der Plan kommt zum Stillstand, als der Frontmann sie festnimmt. Der Frontmann lässt die verbleibenden Verschwörer hinrichten, darunter auch Spieler 111, und leitet eine werksweite Fahndung nach Yunho ein. Yunho dringt in das Büro des Frontmann ein und erfährt, dass das Spiel seit fast 30 Jahren läuft und dass sein Bruder Wang Inho der Gewinner von 2015 war. Yunho beobachtet heimlich, wie der Frontmann einen Anruf erhält, in dem ihm mitgeteilt wird, dass alles geregelt wird, bevor die VIPs eintreffen. Die Spieler werden angewiesen, für das vierte Spiel Paare zu bilden. Sang-Woo ist mit Ali zusammen, Gi-Han mit Spieler 001 und Sebayok mit Spieler 240. Im-Inayo ist die letzte Dame und wird wegen der ungeraden Teilnehmerzahl aus dem Spiel genommen. Jeder Teilnehmer wird angewiesen, ein Murmelspiel seiner Wahl gegen seinen Partner zu spielen, und wer innerhalb von 30 Minuten alle Murmeln seines Partners einsammelt, hat gewonnen. Spieler 240, Ji-Yeong und Sebayok einigen sich darauf, ein einfaches Alles-oder-Nicht-Spiel zu spielen, aber nachdem sie über ihr Leben gesprochen haben, glaubt Ji-Yeong, dass Sebayok mehr zu leben hat und lässt sie gewinnen. Sang-Woo verliert fast, aber er bringt den verletzlichen Ali dazu, seine Murmeln aufzugeben, so dass er gewinnen kann. Gi-Han, der kurz davor steht, eine Wette gegen Spieler 001 zu verlieren, dreht den Spieß um, indem er das nachlassende Gedächtnis von Spieler 001 ausnutzt. Trotz seines nachlassenden Zustands offenbart Spieler 001, dass er die ganze Zeit wusste, dass Gi-Han ihn manipulierte, aber er lässt Gi-Han trotzdem gewinnen. Spieler 001 teilt Gi-Han mit, dass er sein Ganbo ist, ein vertrauter Freund, mit dem Kinder oft ihre Gegenstände teilen.
Bevor er getötet wird, verrät er schließlich, dass sein Name O'Ilnam ist. Nachdem sie das Spiel aussitzen dürften, kehren die Spieler in den Schlafsaal zurück, wo M'Inayo auf sie wartet. Spieler 069 begeht Selbstmord, nachdem er seine Frau beim Murmelspiel besiegt hat. Als die VIPs eintreffen, werden sie vom Frontman im Namen seines Chefs, des Gastgebers, begrüßt. Die VIPs sind wohlhabende Kunden, die auf Sportwetten setzen. Einer der VIPs macht sich sexuell an Yunho heran, der als einer der maskierten Sklaven verkleidet ist. Yunho verhört den VIP in einem separaten Raum, um Informationen zu erhalten, bevor er mit einer Tauchausrüstung von der Insel flieht. Im fünften Spiel haben die Teilnehmer 16 Minuten Zeit, um eine Brücke zu überqueren, die entweder aus gehärtetem Glas oder aus normalem Glas besteht und die ihr Gewicht in einer vorher festgelegten Reihenfolge nicht aushält. Während die Platten getestet werden, gehen die Spieler an der Spitze der Reihe unter. Als Deoxu die vorderste Reihe erreicht, weigert er sich, weiterzugehen, M'Inayo packt ihn und beide stürzen. Als nur noch 4 Spieler übrig sind, stößt Sangwu den Spieler 017, tötet ihn und deckt die letzte Stichplatte auf. Das Spiel wird von Gi-Han, Sangwoo und Sebayok beendet. Gi-Han, Sangwoo und Sebayok erhalten als Finalisten Kleidung zum Wechseln und ein üppiges Abendessen. Als der Tisch abgeräumt wird, erhält jeder ein Messer. Nachdem die Lichter ausgegangen sind, rät Gi-Han, gegen Sangwoo anzutreten, aber Sebayok wurde beim Spiel mit den Sprungbrettern verletzt und bietet an, die Angehörigen des jeweils anderen zu unterstützen, falls sie gewinnen. Sebayoks Verletzungen verschlimmern sich und Gi-Han flieht, um Hilfe zu holen, aber als der Stab eintrifft, ist Sebayok tot, Sangwoo hat sie erstochen, während Gi-Han weg war. Yunho kommt auf einer anderen Insel an und versucht, seinen Anführer zu kontaktieren, aber der Empfang ist schlecht. Frontmann und seine Soldaten verfolgen Yunho und Frontmann entpuppt sich als Yunhoes Bruder Inho. Yunho wird von Inho erschossen und stürzt ins Meer. Brother, Inho. Junho is shot by Inho and falls into the sea. The Squid Game is the sixth and last game, with Gi-Han on attack and Sangwoo on defense. Gi-Han defeats Sangwoo but refuses to finish the game. He invokes the third condition to end the game, but Sangwoo stabs himself and requests that the prize money be used to assist Sangwoo's mother. When Gi-Han goes home, he discovers that his mother has already died from her illness. Gi-Han is still disturbed by his encounter a year later, and he hasn't touched his prize money. He receives a gold game invitation card one night, and when he answers it, he discovers player 001, O'Ilnam, who is still alive but lies on his deathbed alone. Ilnam is a VIP, the host, who co-ran the game with the frontman, Inho, and the mastermind behind the game's operation, which was designed to entertain bored ultra-rich people like himself. Ilnam explains that both the poor and the ultra-wealthy endure repetitive lives, and he was looking for a way to enjoy life. He was also testing humanity's inherent goodness, reminding Gi-Han that after witnessing the massacre in the first game, he and the other participants returned and sacrificed each other's lives to win the prize money. The games are based on Il-Chil Totnam's experiences, and he opted to participate out of nostalgia. Il-Nam invites Gi-Han to play one more game with him, another test to determine if mankind still has decency in it, whether anyone will aid a drunk man on the street before midnight. Gi-Han wins, but Il-Nam dies, probably before witnessing his loss. Gi-Han snaps out of his trance and follows through on his promises. He removes SAE sibling Bayox from the orphanage and gives Sang Mother Woo's her portion of the prize money. Gi-Han is preparing to depart the country to reunite with his daughter who has moved to the US with her mom and stepfather. Not until he notices someone playing Dokji with the same game recruiter who invited him. Gi-Han takes among business card and dials the number and is met with the frontman. The series ends with a red-haired Gi-Han walking away from the entrance of the airplane, determined to find out who they are.